Wir können euch gar nicht genug für die Sicherung der Ark danken, Jedi. Ihr habt unseren sicheren Tod in eine Chance aufs Überleben verwandelt. Der Ark fehlen mehr als ein paar wichtige Teile. Es wird noch lange dauern, bis wir Flüchtlinge an Bord nehmen können. Vorarbeiter Tiero ist einer der besten Schiffsbauer auf Makeb. Er erledigt den Job, solange wir die Baustelle beschützen. Wir haben Prioritätssignale vom Kartell abgefangen. Jeder Regulator in dieser Hemisphäre wurde angewiesen, die Ark um jeden Preis zurückzuerobern. Vielleicht könnte die Ark an einen sicheren Ort fliegen, damit die Reparaturen beendet werden. Das war auch mein erster Gedanke. Leider haben wir noch nicht herausgefunden, wie man die Triebwerke der Ark aktiviert. Ein paar Flüchtlinge wissen, wie man einen Blaster benutzt. Ich organisiere ein Sicherheitsteam, um die Ark zu schützen. Navigator, wir brauchen eure Fähre. Na los! Meine Leute suchen nach Regulatoraktivitäten und melden, was immer sie auch finden. Wir haben ein großes Sammelgebiet identifiziert. Die Finger. Einst ein großer Tafelberg, bis ein Beben das Gebiet neu gestaltet hat. Jetzt wird es von einer Reihe verbundener Energiefelder zusammengehalten, den Lichtbrücken. Die Regulatoren haben dort schwere Artillerie und Waffenlager errichtet. Wenn sich die Söldner neu bewaffnen, werden sie uns überrennen. Ohne ihre stärksten Waffen sind die Regulatoren nicht halb so gefährlich. Vielleicht geben sie sogar auf. Wir werden ihnen auf jeden Fall etwas zum Nachdenken geben. Wir wissen, dass die Armee der Regulatoren auch über Kriegsdroiden und eine Kampfplattform verfügt. Wir sind immer noch auf der Suche danach. Übersetzt heißt das, er findet eine Menge Wege, um euer Leben zu riskieren. Ihr versucht, eure Leute zu retten und wir sind eure beste Chance. Es gibt nichts, wofür man sich entschuldigen müsste. Wer hat sich entschuldigt? Sobald ihr die Artillerie und die Waffenlager in den Fingern vernichtet habt, kontaktiert mich. Dann sollte ich weitere Ziele haben. Viel Glück. Shalim, die Waffenlager der Regulatoren sind alle zerstört. Ausgezeichnet. Hoffentlich seid ihr bereit für mehr. Wir haben eine Armee von Kriegsdroiden entdeckt, die sich auf einen Angriff vorbereiten. Wenn diese Kriegsdroiden es über diese Brücke schaffen, werden sie jeden in ihrem Weg umbringen, inklusive uns. Wenn die Hutten eine Lichtbrücke errichten können, können wir sie niederreißen. Ich hatte etwas Destruktiveres im Sinn. Die Kriegsdroiden halten im Moment ihre Position. Aber ihr könntet sie rauslocken, indem ihr von den Kommunikationstürmen der Söldner aus falsche Befehle sendet. Wenn die Droiden die Hälfte der Brücke überquert haben, könnt ihr sie deaktivieren und die ganze Armee in die Tiefe stürzen lassen. Welch eine Verschwendung von funktionstüchtigen Droiden. Können wir sie nicht umprogrammieren, um für uns zu kämpfen? Die Hauptsteuerung ist außer Reichweite. Wir haben nicht genug Zeit. Hackt euch in die Kommtürme der Söldner, übermittelt die falschen Marschbefehle und deaktiviert die Lichtbrücke zum richtigen Zeitpunkt. Viel Glück! Die Kriegsdroidenarmee ist erledigt. Die Regulatoren werden es sich gründlich überlegen, bevor sie nochmal diese Brücke betreten. Ich kenne den Stückpreis dieser Kriegsdroiden. Die Droiden und die Waffen, die ihr zerstört habt, haben die Regulatoren über 300 Millionen Credits gekostet. Wenn sie sich nur für das Geld interessieren, muss es eine finanzielle Schmerzgrenze geben, ab der Rückzug die bessere Option ist. Unser Feind scheint entschlossen zu sein, sein Geld aus dem Fenster zu werfen. Wir haben endlich die Hauptbasis der Söldner gefunden.
Eine schwebende Kampfplattform, genannt Storm Carrier. Vizekommandant Grevin, der Anführer der Söldner, sammelt dort Truppen. Grevins Truppen dürfen auf keinen Fall die Ark erreichen. Es gibt nur eine Möglichkeit, um die Storm Carrier aufzuhalten. Wir müssen ihre Energiereaktoren überladen, bis sie schmelzen. Habt ihr euch bei Vorarbeiter Tiero gemeldet? Ist die Ark sicher? Im Moment schon, aber nur wenn ihr euch beeilt. Ich sende euch die Koordinaten der Storm Carrier. Unsere Scouts haben eine Regulatorfähre in eurer Nähe ausgemacht. Ihr könnt damit direkt zur Storm Carrier fliegen und den Feind überraschen. Alles hängt davon ab. Möge uns das Glück hold sein. Hier spricht Vizekommandant Grevin. Eindringlinge haben die Storm Carrier geändert. Alle Regulatoren, maximale Alarmbereitschaft. Eindringlinge überladen die Reaktoren. Beschützt die Steuerterminals um jeden Preis. Eine Million Credits für denjenigen, der die Eindringlinge findet. Und 10 Millionen für den, der sie tötet. Alarm! Alarm! Reaktoren 2, 5 und 8 nähern sich kritischer Masse. Kühlsystem der Storm Carrier wurde deaktiviert. Ich wusste, dass ihr skrupellos seid. Aber wollt ihr wirklich diesen Transporter und die gesamte Besatzung an Bord vernichten, nur um etwas zu beweisen? Wenn ich euch nicht erschießen müsste, würde ich euch einen Job anbieten. Das Angebot schmeichelt mir. Aber Jedi dienen dem Frieden und der Gerechtigkeit. Wir sind keine gierigen Söldner, die für Geld töten. Ihr habt eine seltsame Definition von Frieden und Gerechtigkeit. Für euren Tod zahlt uns das Kartell mehr Geld, als wir von der idiotischen Regierung dieses Planeten in einem ganzen Leben erhalten hätten. Makeb kann unseretwegen brennen. Genau wie eure Republik. Isotop 5 wird alles ändern. Wenn die Hutten Makeb ausgebeutet haben, wird ihnen die gesamte Galaxis gehören. Das Kartell zerstört Makeb nur, um Isotop 5 abzubauen? Was macht diese Substanz so wertvoll? Das werde ich euch nicht verraten. Würde eh nichts nützen. Ihr habt mich heute ein Vermögen gekostet. Aber ich kann meine Ausgaben immer noch reinholen. Zeit, die Rechnung zu begleichen. Alarm! Fernschmelze des Reaktornetzwerks nicht mehr umkehrbar. Sofort das Schiff verlassen. Wiederhole. Sofort das Schiff verlassen. Vielleicht Hilfe gebrauchen. Durchhalten. Ich komme rein. Bewohner von Makeb. Eure Helden kehren zurück! Passt nur auf. Onkel Shalim wird als Präsident kandidieren, auf welchem Planeten wir auch landen werden. Dieser heroische Jedi hat uns zum Sieg gegen die verräterischen Hutten geführt. Jetzt sind wir frei und haben eine Ark, die uns in Sicherheit bringen wird.
Ich weiß, dass ihr alle Angst habt. Und das nicht ohne Grund. Aber die Zeit der Furcht ist jetzt vorbei. Die Hutten haben nur Kontrolle über euch, wenn ihr euch geschlagen gebt und verzweifelt. Denkt an eure Nachbarn, eure Freunde und eure Familie. Sie geben euch Kraft. Durch Mitgefühl und Hoffnung werdet ihr überleben. Möge die Macht mit euch sein. Ich meine, was ich gesagt habe. Jedes Wort. Die Ark ist sicher und schon bald wird sie flugbereit sein. Wir haben uns einen kurzen Moment zum Feiern verdient. Besonders ihr. In der Huttenbotschaft haben wir eine Holo-Aufzeichnung gefunden, laut der die Ark gebaut wurde, um etwas mit dem Namen Isotop 5 zu transportieren. Als wir Greven gegenüberstanden, sagte er, Isotop 5 wird die Galaxis verändern. Er sagte aber nicht wie. Wisst ihr, was er damit meinte? Klingt eher nach einem idiotischen Huttencode als nach einer wissenschaftlichen Entdeckung. Wir haben wohl endlich die Aufmerksamkeit von Toboro dem Hutten. Wollt ihr uns gratulieren, alter Freund? Wenn wir euch dieses Schiff zurückgeben, Toboro, sterben wir alle, sobald Makeps Kern explodiert. Wir behalten es. Sagt uns Bescheid, wenn wir euch mitnehmen sollen. Sollen wir euch das wirklich glauben? Ihr lügt, seitdem ihr auf Makeb angekommen seid. Ich habe den Ort erkannt, den dieser Droide angegriffen hat. Tarlam. Eine kleine Stadt ohne Verteidigung. Ich rufe eine Fähre, die euch dorthin bringen wird. Bitte, rettet meine Leute. Mir ist egal, wie groß Toboros Waffe ist. Ich habe noch nie eine Maschine gesehen, die einen Jedi besiegen konnte. Ich schicke ein Notsignal an die Republik. Wir brauchen dort unten einen Wissenschaftsexperten. Wenn Toboro uns die Wahrheit über Isotop 5 sagt, kommen wir immer noch nicht weg. Und dieser Hutte wird uns alle abschlachten. Fliegt schnell nach Tarlam und haltet diesen Droiden auf. Was ist nur mit der Galaxis geschehen? Hutten, die uns angreifen, Planeten, die auseinanderbrechen und jetzt auch noch dieses, was auch immer das war. Kann mir jemand sagen, was das war? Besser aus wie ein Droide, Bürgermeisterin. Und ich dachte schon, es wäre ein glänzender Wookie auf Stelzen, der Turbolaser als Kopfbedeckung trägt. Ein Droide, natürlich. Wer seid ihr überhaupt? Tief einatmen und entspannen. Ihr müsst nicht schreien. Wie bitte? Ich höre kaum noch was wegen des Klingelns in meinen Ohren. Ihr wisst schon, vom Geschrei und den Explosionen. Das sind die Verstärkungen, die Shalima Vesta uns versprochen hat. Sie sind hier, um zu helfen. Der Tafelberg stürzt ein. Und jetzt habe ich auch noch überall Verwundete. Und alle funktionierenden Fährenrampen liegen außerhalb der Stadt. Ihr könnt auf keinen Fall hierbleiben. Was ist nötig, um eure Leute sicher hier rauszubringen? Es ist keine Frage der Ressourcen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Niemand weiß, wann dieser Tafelberg einstürzt. Bürgermeisterin, wir erhalten etliche Notrufe. Die Hutten landen weitere Verstärkungen, Söldner und noch mehr von diesen Droiden. Klasse. Ich bin die einarmige Frau beim Droidenboxen. Sie besetzen die Fährenrampen. Wir können den Tafelberg erst verlassen, wenn jemand die Feinde vertrieben hat. Es ist ein riesiger Tafelberg. Es gibt doch sicher noch einen anderen Weg hier runter. Diese Droiden sind schnell und ihre Waffen sind stark genug, um uns aus der Entfernung zu erledigen. Wenn ihr euch nicht um sie kümmert, sind wir tot. Das Freiräumen der Rampen wird nicht reichen. Wir müssen verhindern, dass die Hutten weitere Verstärkungen schicken, bis wir hier weg sind. Wir könnten Energieschilde errichten, Bürgermeisterin, um die Rampen zu schützen, sodass man nur hinausfliegen kann. Solaire, ihr seid ja doch zu etwas zu gebrauchen.
Wenn wir ein paar Energieschilde besorgen, könntet ihr sie dann an den Landerampen aufstellen? Ihr könnt euch auf mich verlassen. Komplizierte Missionen sind meine Spezialität. Ich räume die Fährenrampen frei und stelle sicher, dass die Hutten sie nicht mehr nutzen können. Bringt die Verletzten her! Bereit machen für die Evakuierung! Wir verschwinden hier! Nehmt diese Energieschilde und aktiviert sie auf den Landerampen. Viel Glück! Einen Schritt weiter. Danke. Ich glaube, dass nicht mal die Macht mich daran hindern kann, diesen Abzug zu betätigen. Versucht es erst gar nicht. Bitte, das nächste Beben könnte diesen Tafelberg zerstören und uns alle töten. Dann lasst uns die Verhandlungen kurz halten, okay? Wir haben diesen Leuten nichts getan. Wir wollen nur die Isotop-5-Energiequelle des Droiden. Bürgermeisterin, sagt dieser Imperiale die Wahrheit? Wurde wirklich keiner eurer Leute beim Angriff verletzt? Nur ein paar Beulen und Schrammen, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Der Blaster an meinem Kopf macht mir allerdings Sorgen. Keine Zeit für Diskussionen. Gebt uns das Isotop 5 oder wir sind gezwungen, die Gefangenen zu töten. Das will sicher niemand. Mein Interesse gilt nur der Rettung dieser Leben. Verschwindet hier und es muss nicht zu Gewalttätigkeiten kommen. Ein Jedi, der dem Frieden verpflichtet ist. Wie erfrischend. Männer, nehmt euch, wofür wir gekommen sind. Ich dachte schon, dass wir so tot wären wie ein erschöpfter Reaktor. Danke, es war sicher nicht leicht, die Imperialen gehen zu lassen. Die Republik vergeudet keine Leben, nur um eine Auseinandersetzung zu gewinnen. Ich hatte meine Zweifel, als Shalim euch Makeps Loyalität versprochen hat. Aber nun habe ich keine Einwände mehr. Wir sollten hier verschwinden. Ich lasse Shalim wissen, dass er mit Verletzten rechnen soll. Bürgermeisterin, ich bin froh, dass sie noch lebt. Ich nehme an, dass alles unter Kontrolle ist? Dieser Tafelberg bricht unter unseren Füßen zusammen und wir haben hier Verletzte. Wir brauchen sofort eine Unterkunft für diese Leute. Wir stellen ein paar Sanitäter in einem Flüchtlingslager bereit, Bürgermeisterin. Bringt eure Leute dorthin. Ich habe ein neues Lager in der Nähe des Bauplatzes der Ark eingerichtet. Ihr habt die Koordinaten. Wir treffen uns dort, um unseren nächsten Zug zu planen. Wir sind in Kürze da, Shalim. Habt ihr schon einen Plan? Die Republik hat uns einen erfahrenen Ingenieur geschickt, um sich die Baupläne der Ark anzusehen. Er hat ein paar interessante Entdeckungen gemacht. Beeilt euch!